Du bist auf die 4 gegangen. Damit hättest du da die Möglichkeit, da die Möglichkeit. Ach, das wird schwierig, da draußen noch einen Unentschieden zu machen. Ich nehme die 2. Sechs. Ich Blindfisch. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hättest aber sowieso verloren. Aber wenn du die 7 gemacht hättest, wäre ich auf die 6 und dann hätte ich hier nach rechts gekonnt und. Nee, Moment, wie hätte ich gekonnt? Oh nee. Mach mal die 6 weg und mach mal die 7 bei mir und schauen wir mal, wie es weitergegangen wäre. Ich glaube nicht, dass du dann gleich gewonnen hättest. Aber ich Blindfisch. Das ist, keine Ahnung, 25 Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. 7 noch ein Yps. Ja, genau, stimmt ja, ich wollte ja woanders hin. Dann hättest du nämlich was gemacht? Nee, Moment, ich hatte mich vorher verguckt. Ist doch noch nicht so weit. Ja, aber ich das also hast zweimal schon gewonnen, also machen wir die nächste Runde. Gewonnen ist gewonnen. Warte mal, da könnte man ja wirklich schon mal abzählen. Ich will dahin. Wenn ich dahin bin, habe ich gewonnen. Oder wir spielen es weiter, ganz wie du möchtest. Ja, wir machen mal weiter. Okay, dann müsste ich auf die 6 gehen. Ja, dann hast du auf jeden Fall verloren. Ah, stimmt, weil du dann von oben runter auch schon. Ja, okay. Nee, dann stimmt. Ja. Da wollte ich ursprünglich hin. Okay. Wenn ich auf die 7 gehe, bringt das auch nicht so viel. Dann bleibt bloß die 3 oder die 1. Die 3. Geht auch nicht. Ja, ups, wieder weg. Und bei der 3 geht es nicht an, dann bleibt bloß die 1. 1 oder 7, also 1. Also egal, ob ich jetzt auf D7 oder auf E7 komme, ich habe dann auch wieder ein Ding voll. Also zwei übereinander hier. Du bist dahin gegangen, dann muss ich auf die 7 gehen, hilft ja nichts. Hey, es lädt. Jetzt habe ich, wie gesagt, hier die Möglichkeit und hier die Möglichkeit. Übereinander. Ja, so oder so hast du gewonnen. Also, ich muss da noch mal viel üben, viel gewinnen. Aber Kammer hat geladen, also spielen wir weiter.
Oh, so lässt sich eine Pause auch überbrücken. Ah, ich kann einen Cube holen. Warte mal kurz, ich muss deinen Stream beenden, das hakelt sonst. So, da bin ich wieder. Okay, das heißt, ich komme ich da irgendwie in den Strahl rein? Ich glaube, da will ich durch, oder? Ah ne, das ist ein Feld offen. Also hier will dann der Laser hin. Okay. Den Strahl, wenn du nicht raus, kriege ich das, glaube ich, hin. Nee, der Cube macht das Ding auf. Immer den Laser mit. Ach, noch besser. Der Laser hat jetzt was gemacht? Cube ausgelöst. Okay. Und wo bist du? Du bist. Mach mal den Laser an der Stelle. Hier hinten ist noch was. Dunkelblau. Okay, hier oben ist eine Fläche aufgegangen. Einen Moment mal. Egal wer springt, die Fläche hört auf und der Strahl hört auf. Sorry, war gerade Telefon. So, was hast du gesagt? Egal wer springt, die Fläche geht zu oder der Strahl hört auf, je nachdem. Ich oder du? Erwischt. Wir könnten sogar beide hier hoch. Ich könnte ja mal versuchen, ob ich den. Ja, ich könnte auch mit Cube dahin. Vielleicht brauchen wir den ja. Okay, dann gehe ich mal rein. Der macht den Aufzug. Der macht hier was an. Der will am Ende hier einen Laser hin. Ja, also ein Cube muss auf jeden Fall mal da rein. Ah, hier kann ich auch drüben die Fläche aufmachen. Nee, eine andere. Aber du musst erstmal hier was drauf, damit das Feld ausgeht. Da, oder?
Und hier ist ein Aufzug. Ich glaube, wir brauchen den Cube von hier. Wo will der Laser zum Schluss hin? Also erstmal muss das Feld aus, dann muss der Cube. Bring mal den Cube hoch. Treffen würde. Jetzt musst du nur noch hochkommen und zwar. Ach scheiße, ich hätte das Portal lassen sollen. Was hättest du denn schießen müssen für einen Aufzug? Gut. Kommst du auch? Verbrenn dich nicht. Ah. So gut war der nicht. Ein Lasercube. Ja, ich dir auch. Okay, da haben wir eine Schräge. Dann schauen wir mal, wo du mich rauslassen willst. Knapp. Das müsste doch eigentlich gehen. Kriegst du es auch hin, wenn du da oben drin stehst? Nee, du musst erst das Sprungportal machen. Also das ewige Fallen. Komm, stell dich mal kurz oben drauf, ich möchte es bloß kurz sehen. Das ist eine Kugel. Ich weiß, wo es eine Kugel gibt. Weil dann wird nämlich das Ding schief.